Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute gibt es ein Video außer der Reihe, nicht Mittwoch, nicht Samstag, weil es eine Ankündigung gibt. Und zwar gibt es die Circula Supersport jetzt zum Vorbestellen. Und ich bin einer der Glücklichen, die einen Prototyp bekommen haben, um ihn euch vorstellen zu können. Die Circula Supersport ist entstanden in Kooperation mit dem Uhrforum. Circula in Person von Cornelius Huber hat eine klare Vorstellung gehabt, in welche Richtung es gehen sollte, hat aber Details der Uhr mit seinen potenziellen Kunden und den Mitgliedern des Uhrforums und auf seiner Webseite abgestimmt. Die Uhr sollte eine Taucheruhr werden und zudem ein echter Superkompressor, das heißt mit der bei Druck sich stärker abdichtenden Gehäuserückseite. Meines Wissens nach gibt es nur ganz wenige echte Superkompressoruhren derzeit auf dem Markt. Der Stil des Superkompressors mit den zwei Kronen und der innenliegenden Drehlünette, der ist häufiger anzutreffen, aber die Technik des sich unter Druck selber abdichtenden Gehäusebodens, die ist in der Tat nicht so häufig anzutreffen. Christopher Ward hat eine im Programm. Ich weiß nicht, ob die Longines Legend Diver ein echter Superkompressor ist, aber ansonsten fällt mir da nicht viel zu ein. Die Uhr, die wir hier haben, hat einen Durchmesser von 40 mm, auch wenn sie deutlich größer am Arm wirkt. Eine Bandanstoßbreite von 20 mm und eine Bauhöhe ohne Glas von 12,5 und mit Glas von 13 mm. Horn zu Horn, Lug to Lug haben wir lediglich 46,5 mm. Und das Stahlband fällt relativ gerade ab, sodass sich hier auch keine Erweiterung durch zu starre Endlinks ergibt. Verbaut ist ein Saphirglas, welches auf der Innenseite zweifach entspiegelt ist. Der Boden hat ein wunderschönes Relief und verbaut ist ein Sellita SW200-1. Optional gab es das auch in der Top-Ausführung, die allerdings schon ausverkauft ist. Die Uhr ist bis 30 ATM, 300 Meter wasserdicht. Und die hier gezeigte Version mit dem grauen Ziffernblatt ist auf 99 Stück limitiert. Schauen wir mal, wie sie am Arm aussieht. Übrigens links ist meine Seiko Ninja Samurai mit 43,8 mm. Man sieht also, dass die Circula gar nicht so klein ist von der Optik her. Und ich habe tatsächlich als erstes meine Schieblehre genommen und habe die Uhr nachgemessen. Es sind wirklich nur 40 mm. Man sieht es auch, wenn ich sie an meinem 17 cm Handgelenk habe. Die Uhr passt fantastisch an das Handgelenk, sieht gut aus, steht nicht über, ist aber dennoch sehr präsent. Die Uhr gibt es in drei verschiedenen Ziffernblattvarianten. Die verschiedenen Ziffernblattvarianten blende ich euch ein und in zwei verschiedenen Bandvarianten, einmal mit einem Kautschukband im Tropical Style und einem Stahlband, was ihr hier gesehen habt. In der Vorbestellerphase liegt der Preis mit Stahlband bei 699 Euro. Die Vorbestellerphase läuft bis zum 15.10. Danach kostet die Uhr 799 Euro. Beides halte ich für einen richtig fairen Preis für die Uhr, die nicht nur eigenständig ist, sondern zudem auch wirklich gut verarbeitet, selbst bei dem mir hier vorliegenden Prototypen, der sich in einigen Punkten noch ändern wird. Alles das hat Cornelius Huber proaktiv gesagt, als er den Prototyp rausgeschickt hat, hat gesagt, es gibt noch einige Punkte, die verbessert werden müssen. Und wenn die umgesetzt sind, halte ich das für eine wirklich richtig fantastische Uhr. Ihr könnt hier sehen, dass das Band mit Schnellwechselstegen versehen ist und über die noch zu verbessernden Punkte werde ich im Detail eingehen. Das Stahlband verjüngt sich übrigens von 20 mm auf 18 mm und der innenliegende Drehring wird über die Krone auf 2 Uhr bedient.
Das sind zwei Punkte, die erwähnenswert sind. Die Kronen werden minimal länger. Aktuell sind sie relativ kurz und damit etwas schwerer zu bedienen. Sie werden um 0,5 mm verlängert. Schauen wir uns einmal an, wie die Zeiger gesetzt sind. Wie gesagt, es ist nur der Prototyp und hier finde ich die Zeiger sehr gut gesetzt. Kann man sich wirklich nicht drüber beschweren. Zu den Zeigern ist zu sagen, diese werden etwas schmaler werden, so wie bei der Aqua Sport 2 und nicht ganz so dick und fett wie hier. Dazu ist auch zu sagen, hier gibt es einen minimalen Versatz, aber wie gesagt, es ist der Prototyp. Der Drehwiderstand der Krone auf 2 Uhr ist aktuell noch etwas starr und hart. Auch daran wird gearbeitet werden. Dieser Drehwiderstand wird definitiv noch angepasst und besser zu bedienen sein. Auf dem Ziffernblatt sehen wir aktuell zwei verschiedene Leuchtmassen. Einmal BGW9 auf der Drehlünette und C3X1 auf den Indizes. Die Uhr wird insgesamt mit C3X1 ausgestattet werden, sodass die Uhr in der Tagesansicht deutliche Vereinheitlichung erfährt und nicht unterschiedliche Farben in der Leuchtmasse hat. C3X1 ist nach meinem Kenntnisstand die beste und stärkste Leuchtmasse, sodass wir hier in der Nacht garantiert lange und deutliche Ablesbarkeit haben. Die Zeiger hatte ich ja schon mal erwähnt, ich zeige sie euch hier im Vergleich. Das ist die Aqua Sport 2. Die Zeiger sind hier im Vergleich zu Aqua Sport 1 schon etwas breiter geworden und diese ganz breiten Zeiger hier bei der Supersport wird es nicht geben. Es werden die etwas schmaleren Zeiger der Aqua Sport 2 werden und der Stundenzeiger wird etwas kürzer werden und genau auf dem innen liegenden Ring enden. Das Gehäuse, was hier noch etwas grob daherkommt, wird satiniert und etwas feiner werden. Die polierte Kante wird bleiben, sodass wir ein schönes Lichtspiel haben zwischen der satinierten Flanke und der polierten Kante. Das nimmt auch das Spiel des Armbandes auf mit den satinierten H-förmigen Teilen und den polierten Mittelstücken, sodass die Uhr genau das gleiche Design und das gleiche Spiel zwischen satinierten und polierten Flächen aufnimmt. Was ich ganz gut finde, ist, dass die Schnellwechselstege an beiden Seiten einen Pin haben, sodass man das Band sehr einfach und sehr schnell entnehmen kann. Was ich nicht weiß, ist, ob und wie leicht sich dieses Schnellwechselsystem ersetzen lässt, beziehungsweise ob man es gegen normale Stege austauschen kann, denn ich habe schon mal gehört, dass die Schnellwechselstege nicht so stabil sind. Hier kann man sehen, dass das Endlink noch nicht hundertprozentig ans Gehäuse passt. Auch das ist prototypenbedingt und wird in der endgültigen Variante noch angepasst und der Radius des Endlinks wird dem des Gehäuses bzw. des Horns noch näher angepasst. Die Krone ist übrigens etwas Besonderes. Das zeige ich euch jetzt schon mal, auch wenn es noch einen Nightshot nachher gibt, weil das hat mir echt Spaß gemacht. Und deswegen ziehe ich das mal vor. Das ist die Krone zum Einstellen der Uhrzeit. Mir gefällt das richtig gut, auch wenn es wirklich keine Funktion hat, ist das ein Gimmick, was ich klasse finde. Ihr könnt es hier sehen. Die Krone ist auch mit Leuchtmasse versehen. Hier haben wir noch BGW9. Auch das wird C3X1 werden. Kurzen Blick aufs Ziffernblatt und zurück, weil das zeige ich euch später. Ja, wie gesagt, man braucht das nicht wirklich, aber ich finde das ein richtig tolles Gimmick. Was mir bei der Uhr insgesamt wirklich gefällt, ist die durchgängig gute und hohe Verarbeitung. Ich finde, das Gehäuse ist eigenständig mit den leicht abgesetzten Hörnern, mit der gesamten Gestaltung des Ziffernblattes
Und auch die Schließe ist massiv. Es ist kein gefaltetes Stahlblech. Sehr sauber gearbeitet mit einer polierten Phase, massiven Bügeln, einem gängigen System zum Einschnappen mit zwei Drückern plus einem Sicherungsbügel, was ich sehr angenehm finde, denn diesem Zweidrückersystem traue ich nie ganz. Mit dem Sicherungsbügel fühle ich mich deutlich wohler bei diesem System. Eine Tauchverlängerung gibt es nicht, die Bänder sind verschraubt und wie ihr sehen könnt, sehr massiv und dick. Insgesamt habe ich den Eindruck gehabt, dass die Uhr relativ schwer ist. Deswegen habe ich sie später auch nochmal auf die Waage gelegt. Das zeige ich euch. Insgesamt, wie gesagt, wirklich richtig gut verarbeitet, eigenständig. Ich habe bei der Entwicklung immer ein kleines Auge drauf gehabt. Ich hatte auch, bevor die offizielle Abstimmung losging, die Möglichkeit, verschiedene Gehäuseformen zu sehen. Und ich bin sehr froh, dass sich Cornelius Huber Circular für diese Form entschieden hat, denn sie ist in meinen Augen etwas Außergewöhnliches, was man nicht so häufig sieht. Und das gefällt mir ausgesprochen gut. Ich habe mir übrigens selber diese graue bestellt zum Vorverkaufspreis von 699 Euro beziehungsweise 799 Euro. Ich hatte das große Glück, noch eines der Top-Werke zu bekommen, die mittlerweile in der ersten Charge ausverkauft sind. Die Uhr wird vor Dezember ausgeliefert werden. Das ist der aktuelle Plan. Vorbestellung, wie gesagt, läuft bis zum 15.10. Chrononautics hat auf seinem Blog die Uhr auch reviewt und hat ein wirklich sehr positives Fazit gezogen, hat auch für alle, die es interessiert, die Technik des Superkompressorbodens etwas genauer erklärt. Ich bin nicht der Techniker, insofern ist das auch nichts, was jetzt, was ich glaubhaft und gut vermitteln kann. Wen das interessiert, bei Chrononautics gibt es auf dem Blog da eine wirklich detaillierte Erklärung. Und das Fazit war sehr positiv und ich kann mich da nur anschließen. Mir gefällt die Uhr unglaublich gut. Das, was ich gesehen habe, war sehr sauber verarbeitet. Die Kanten, die Schliffe, die jetzt sind, sind schon gut. Und wenn die noch etwas verfeinert werden, gerade an der Flanke, dass etwas grob in etwas Feineres übergeht, die Endlinks besser angepasst werden, die Zeiger etwas schlanker sind und der Stundenzeiger etwas gekürzt wird, dann ist das eine richtig tolle Uhr, die, wie gesagt, durchaus ihr Gewicht hat mit 178 Gramm. Das ist schon mal eine Ansage. Am Kautschukband wiegt sie nur 102 Gramm. Das ist die Herstellerangabe. Diese Uhr habe ich selber mal nachgemessen, weil sie mir doch echt schwer vorkam. Und es ist schon eine sehr präsente und ja, am Arm spürbare Uhr, die nach meiner Meinung deutlich größer wirkt, als die 40 mm reine Angabe vermuten lassen. Ich würde sie ganz locker in der Riege von 42, 43 mm Uhren sehen, was die Präsenz am Arm betrifft. Ja, schauen wir doch mal, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Immer vorausgesetzt, dass sich die Leuchtmasse auf dem äußeren Drehring noch ändern wird von BGW9 in C3X1, sodass sich auch das Nachtbild farblich etwas ändern wird. Persönlich finde ich das schade, weil ich finde dieses Bild hier sehr attraktiv, gefällt mir wirklich gut. Aber der Nachteil ist, dass es auf der Tagesansicht eben unterschiedliche Farben gibt, weil die Leuchtmassen unterschiedliche Farben haben. Und das wollte Cornelius Huber von Circular vermeiden. Deswegen wird sich auch diese Nachtansicht etwas ändern. Allerdings auch zugunsten der insgesamten Helligkeit und der Dauer der Ablesbarkeit, weil C3X1 ist eben aktuell das Beste, was man an Leuchtmasse bekommen kann. Das Ziffernblatt ist als Sandwichboden gestaltet. Finde ich auch gut. Habe ich auch noch keine Uhr, die das so darstellt. Insgesamt also eine aufwendige Verarbeitung zu einem, wie ich finde, sehr vernünftigen Preis. Ich zeige euch hier nochmal die beiden
Uhren im Vergleich, links die Aquasport 2, rechts die Supersport. Beide haben nominell 40 mm im Durchmesser und auch hier zeigt sich, dass die Supersport rechts deutlich präsenter wirkt und mit den etwas schmaleren Zeigern der Aquasport 2 links dann auch ein kleines bisschen filigraner, eleganter kann man nicht sagen, aber ich finde runder wirken wird. Ja, das war also mein Preview der Supersport, die jetzt in der Vorbestellerphase ist. Mich würde richtig interessieren, wie ihr die Uhr findet, was ihr eventuell geändert hättet. Ich habe euch im Laufe des Videos ja die beiden anderen Varianten eingeblendet. Schreibt mir doch gerne rein, welche euch am besten gefallen hat, was ihr von der Uhr denkt. Und am wichtigsten ist mir, bleibt gesund, behaltet euch die Freude an euren Uhren und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.